kann ich stehen bleiben. Er ist neu in Mosfelde, der mobile Supermarkt, und seit der Schließung des Discounters sehnlichst erwartet. Wir haben noch so viele schöne Sachen hier. Wie wird denn so der Supermarkt angenommen? Der Supermarkt? Ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Also die Leute sind froh, gerade hier auch in Mosfelde, dass man vorbeikommt. So müssen sie 4 Kilometer gehen oder mit dem Bus fahren, schleppen. Ne? Das ist alles das Problem hier. Ne? Das Zentrum ohne Einkaufsmöglichkeit kam nicht gut an. Jetzt fließt das Geld für den kleinen oder größeren Einkauf. Also ich finde es eine gute Sache, weil viele ältere Menschen hier den Weg oft scheuen zum Markt runter oder mit dem Bus fahren müssen. Und naja, für Spontankäufe ist es sicher auch eine gute Sache. Ein paar Straßen weiter ist das Quartiersmanagement Anlaufstelle für Anregungen aller Art. Guten Morgen, Frau Böhmann. Schön, dass Sie da sind. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, Inga geht schon so lange dran, dass auch mal auf dem Weg zum Markt, zum Kaufpark, mal Bänke aufgestellt werden. Viele Dinge werden hier besprochen und viele Bürger nutzen die Möglichkeit. Einen Moment, ich gehe mal eben an die Tür, da ist noch jemand. Sie wissen, dass hier nicht nur besprochen, sondern machbare Anregungen auch in die Tat umgesetzt werden. Die Liste ist ganz schön lang geworden. Auch eine schicke Bushaltestelle gehört dazu. Und damit die auch lange gepflegt bleibt, dafür sorgt der Quartierservice. Ja, hier ist ja sauber, ist nichts passiert, also können wir auch zur nächsten gehen. Der Quartierservice besorgt sozusagen das Make-up für Mosfelde, macht es schöner. An der Bushaltestelle, auf der Straße, am Kindergarten und heimst dafür auch schon das ein oder andere Lob ein. Man hört schon überall im Umfeld, also, dass es schon wesentlich sauberer geworden ist. Und das ist ja auch unser Anliegen, dass die Mitbürger selbst anrufen und sagen, da und da liegt noch Dreck, was wir dann auch beseitigen. Diese Runde vertritt die Schule, Kindergarten, Jugendtreff und so weiter. Also quasi den kompletten Nachwuchs. Und setzt sich ganz aktuell für einen familienfreundlichen Stadtteilführer und vieles mehr ein. Also wir haben uns seinerzeit zusammengetan, damit wir gesagt haben, die Einrichtung in Mosfelde gemeinsam können eine Menge Dinge bewegen im Interesse von Kindern, Jugendlichen und Familien. Das geht über Schulwegesicherung. Wir haben gemeinsame Aktionen durchgeführt, zum Beispiel den Weltkindertag. Wir haben Kindertrödelmarkt hier organisiert. Eine Tüte für den Hund. An sich nicht neu, aber die Box wird betreut durch eine Patenschaft. Warum ist Engagement als Paten? Weil es unerträglich ist in Mosfelde, dass überall die Hundekot rumliegt. Und das wollten wir einfach mal verbessern, dass Mosfelde einen besseren Ruf bekommt. Die Kinder treten überall rein, verteilen das. Da haben wir uns gesagt, wir engagieren uns für Mosfelde, machen mit und verschönern dieses. Und da war auch noch das abgerissene Leerschwimmbecken. Hier waren die Jugendlichen und ihre Ideen gefragt. Wir hatten eine Ideenwerkstatt veranstaltet und dann durften wir, also alle, die da mitgemacht hatten, hatten dann ihre Ideen dabei getragen. Wir wollten solche Mosaik machen, so für unter Wasser und so mit Fischen, Haien und so. Ob Mosaik mit Fischen oder rasante Spielfläche, es wird ein toller Platz zum Chillen, Spielen und Toben. Mosfelde hat sich gemausert zum familienfreundlichen Stadtteil im Grünen. Dass die Lebensqualität sich gesteigert hat. Zumindest kriegen wir diese Rückmeldung, dass die Leute gesagt haben, also sie fühlen sich hier wohl, sie fühlen sich als Moosfelder.